Liebe Freunde und Unterstützer der Atlas-Initiative, das Versagen der Bundesregierung hinsichtlich der Corona-Maßnahmen dominiert zurzeit die Nachrichten. Was nicht bedeutet, dass uns nicht auch andere Themen Sorge bereiten sollten. Eines davon ist ganz sicher die weiter ungebremste Migration von illegalen Einwanderern nach Europa und insbesondere nach Deutschland. Erst diese Woche landete ein weiteres Flugzeug hierzulande, das 120 Migranten von der griechischen Insel Lesbos zu uns brachte. Das klingt zunächst nicht dramatisch und der Generalsekretär des griechischen Migrationsministeriums bedankte sich bei Angela Merkel für die seit letztem Jahr zusätzlich in Absprache mit der griechischen Regierung aufgenommenen knapp 3000 Menschen. Doch wie sieht die Gesamtsituation aktuell in Europa aus? Das Einfallstor nach Europa über die Route von Libyen aus funktioniert weiterhin. In Italien sind allein in den ersten Monaten dieses Jahres 6.400 Flüchtlinge in Booten angelandet, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Trotz des aktuell harten Lockdowns in Italien sind viele dieser Migranten mit Zügen unterwegs in Richtung der französischen Grenze, Richtung Nordeuropa und natürlich Deutschland. Auch die mit Booten zu erreichenden Kanaren erleben aktuell einen noch größeren Ansturm illegaler Migranten als im letzten Jahr. Aktuell mit knapp 3.500 mehr als doppelt so viel. Trotz der 3 Milliarden Euro, die Brüssel allein den Griechen zur Instandhaltung der Migrationshotspots wie Lesbos zahlt, oder den Milliarden, die an die Türkei für den seitens von Erdogan aufgekündigten Türkei-EU-Deal zur Aufhaltung von Migranten an der türkisch-griechischen Grenze gezahlt wurden, es gibt viele Probleme und keine Lösung. Seitens der EU sprach Ylva Johansson als EU-Kommissarin für Inneres von der Wichtigkeit der Einhaltung europäischer Ideale wie Menschenrechte, Transparenz, würdevolle Unterbringung und Freiheit, als sie kürzlich die Insel Lesbos besuchte. Die Bewohner Italiens und Griechenlands, die an den Orten leben, die zu den Hauptlandepunkten von mit nach Europa strebenden Menschen bepackten Booten leben, sind allerdings am Ende ihrer Geduld. Vandalismus, Kriminalität und ein Rückgang des Tourismus und damit wirtschaftliche Existenzängste sind das, was sie umtreibt. Im Grunde genommen verschärft sich die tabuisierte Situation aktuell immer weiter. Denn die Bürger Europas wollen mehrheitlich keine weitere ungeregelte Massenmigration in ihren Kontinent, vor allem nicht von Menschen, die kulturell wenig integrationsbereit und wirtschaftlich wenig beitragend sind. Dagegen stehen zentralistische Organisationen wie die EU, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, die UNHCR, aber tausende NGOs, das World Economic Forum und der IWF, die scheinbar am Reißbrett eine andere Vision entworfen und offenkundig gewillt sind, diese auch über die Köpfe der Bürger Europas durchdrücken zu wollen. Den einen geht es aus ideologischen Gründen um eine grenzenlose Welt, in der sich jeder Mensch ganz gleich, wo er herkommt, seinen Lebensraum frei aussuchen können sollte. Den anderen geht es schlicht um entgrenzte Märkte und um das Zurückstutzen nationaler Schranken und störender kultureller Unterschiede. Die Staatenlenker Europas, allen voran Merkel, spielen das Spiel, was sich eindeutig gegen die Interessen ihrer Bürger richtet, bereitwillig mit. Was sie sich konkret davon versprechen, bleibt unklar. Klar ist allerdings, dass sich Europa durch die ungebremste Migration selbst weiter schwächt. Während Asien mit den Chinesen als Vorreiter schon längst die Potenziale erkannt hat, die wir selbst durch diese Schwächung zur Übernahme freisetzen.